Ohren auf, hier ist wieder knallbunt, wissenswerte Neuigkeiten aus der wunderbaren Welt des kommerziellen und über den Äther verbreiteten Hörspiels. Ja, liebe Hörspielfreunde, es wird kalt da draußen. Hörbar auch an der zunehmenden Nase. Darüber können die letzten Sonntage auch nicht hinwegtäuschen. Da wird's höchste Zeit, die Koffer zu packen und ab in den Urlaub. Genauer, ab auf die Insel. Im Gepäck natürlich ein lustiges Reisehörspiel. Es geht um die Insel, schon richtig, aber mit lustig hat das weniger am Hut. Denn Reiseveranstalter ist kein geringerer als die Audionarchie. Und die ist eher für Nervenkitzel und Thrill, denn für Poolspaß zu haben. Thriller-Freunde wie mich wird's freuen, denn auch der nächste Streich der großartigen Reihe Mindnapping bietet mit Folge 11 Inselmenschen aus der Feder John Beckmanns große Hörfreude. Sie alle brauchen Geld auf Cove Island. Helen, um die Operation ihres geliebten Hundes zu bezahlen, Pauly, um endlich etwas mit seinem Leben anzufangen und Frank für dieses seltsame Projekt, an dem er nächtelang in seinem Keller arbeitet. Als ein Toter mit verstümmelter Hand und Bündeln von 100-Dollar-Scheinen auf dem Rücken an Land gespült wird, scheint das die Lösung aller Probleme zu sein. In Wirklichkeit ist es erst der Anfang. Tja, diesmal gibt's weniger einen tüfteligen Thriller, denn mehr ein ausgewachsenes Gaunerstück. Ein vor allem großartig besetzter Kammerkrimi mit Jürgen Klucker, Sven Plate, Ariane Borbach, Wolfgang Barrow, Martin Kessler, Luise Lunow und Michael Pahn. Einmal mehr ein absoluter Kaufbefehl, die Reihe rockt und ist immer für Überraschungen gut. Das kommt mir bekannt vor. Danke. Ob dies auch für einen alteingesessenen und vor kurzem ja wieder neu belebten Hörspielveterinär... Veteran. So wie du aussehen, du haben keine Ahnung von Krieg. Ach ja, was sie nicht sagen. Ja, Veteran meinte ich, ja. Also, wo waren wir? Also, ob das auch für selbigen gilt, also für den Veteran... Ja, das werden wir in der dritten Folge Larry Brandt erleben mit dem wunderschönen Titel Die Wahnsinnsbrut des Dr. Satanas. Ja. Ein weißer Lotus Europa war durch die Wände der Lagerhalle gerast und hatte Santo und seine Leibwächter aus dem Konzept gebracht. Schön formuliert. Mit voller Wucht knallte der Wagen gegen den Tisch und schleuderte Möbel und Ganoven hinweg. Den zweiten Leibwächter schickte Ivan Kunjaretschew ins Land der Träume, Brüderchen. Larry Brandt hechtete hinter dem flüchtenden Santo her, während Ivan auch Zito außer Gefecht setzte. Die Jagd auf Dr. Satanas hatte begonnen. Gott kennt Gnade, aber er nicht. Halt die Klappe, Troutman. Das liest sich ganz schön trashig. Mir haben ja die ersten beiden Folgen zum Auftakt nicht wirklich gefallen. Zu viel lag einfach skripttechnisch im Argen. Angefangen bei den Dingen, die Larry Brandt im Original eben ausmachten, an denen man sich einfach messen lassen muss. Wo war der Brandt-Humor? Wo waren die pfiffigen Dialoge? Wo das Augenzwinkern, mit dem man in jeder Phase sich über den groschengruseligen Text erhöhte? Leider nicht vorhanden, was mir persönlich den Hörspaß zumindest erschwerte. An den Sprechern lag das nicht, auch wenn David Nathan mit seinem russischen Akzent auch nicht gerade seinen besten Tag erwischte. Die popkörnige Umsetzung des Ganzen ging klar, die allerdings ebenfalls unter dem aufgestülpten Ernst des Ganzen litt. Naja, mal hören, wie das weitergeht. Gemessen an den folgenden Titeln müsste sich ja der Humor eigentlich durchsetzen, denn die 4 gibt's gleich hinterher mit dem nicht minder ulkigen Titel Party im Blutschloss. So hätte das bei Stil geklungen. Opa Dracula, tolle Serie. So, mir wird's hier zu laut, ich brauche ein Päuschen, gleich geht's mit Teil 2 weiter. Also dranbleiben und bis gleich. Da sind wir wieder, Ohren auf. Ja Mensch, jetzt gibt's keine Ausrede mehr. Kein, ich will warten, bis das Ding endlich fertig ist. Kein, da kostet eine Folge mehr als 15 Euro. Kein, das ist doch Fantasy-Kram. Nee, nix mehr. Ich erteile hiermit einen absoluten Kaufbefehl. Wer sich verweigert, wird standesrechtlich ausgekitzelt oder sonst was. Denn jetzt gibt es eines der besten Hörspiele der letzten Jahre als Dreierbox bei Headroom, Moorland nach Peter Schwind. Alle drei Hörspiele um die magisch begabten Jugendlichen Tess, Harkon und York in einer Sonderedition. Das grandios inszenierte Fantasy-Epos entführt uns in eine rätselhaft fremde Welt mit mehr als 55 Sprechern und mehr als 13 Stunden ein Highlight der Hörspielkunst mit Ulrich Nöten, Matthias Köberlin, Jan Gregor Kremp, Barbara Nüsse, Bastian Pasewka, Walter Gontermann, Thomas Balum, Martin, Wolf Anjol, Jens Wawrczeck und vielen, vielen, vielen mehr.
so der offizielle Text, dem ich mich einfach mal nur kurz und knapp anschließen will. Das ist mit einem Wort sensationell, und zwar in allen Belangen, die ein Hörspiel ausmachen. Da hat sich Leonhard Koppelmann schon jetzt selbst ein Denkmal gesetzt. Also nochmal, wer das nicht hat, wird ausgekitzelt. Gleiches gilt dann für Radiohörer, die heute Abend nicht um 20.03 Uhr den BR2 einschalten und den endlich mal wieder gesendeten Science-Fiction-Klassiker Terra Incognita von Philipp Levine anhören. Beziehungsweise den ersten von insgesamt 6 Teilen. England 1962. Polizeiinspektor Adams ist mit einer mysteriösen Affäre befasst. Anscheinend hat sich der Anthropologe Sir William Stacy, ein renommierter Höhlenforscher, während eines Spazierganges in seinem Obstgarten buchstäblich in Luft aufgelöst. Und 3 Tage später verschwinden sein Nachbar und Kollege Professor Lomax an demselben Ort. Die Nachforschungen führen Inspektor Adams zuerst zu Sir Williams Assistenten David Ross, der sich aufgrund eines schweren Schockzustandes seit ein paar Tagen in einer Nervenheilanstalt befindet. Bei ihrer Ankunft flieht der junge Mann. Sie verfolgen ihn bis zum Universitätssportplatz, wo Ross urplötzlich verschwindet. Man hört nur noch einen Schrei und ein metallisch summendes Geräusch. Auf dem Sportplatz entdecken sie eine grabähnliche Grube, Aschereste und den penetranten Geruch nach Teer. Dieselben Spuren, die auch im Obstgarten seines Professors festgestellt wurden. Ja, und so weiter. Es ist ein Riesending. Das muss man wirklich mal sagen. Das ist wirklich im positivsten Sinne ein guter alter Science-Fiction-Radio-Schinken. Großartig. Das Merkwürdige ist, es passiert tatsächlich nicht viel. Vieles wiederholt sich. Mit jeder neu eingeführten Figur wird man als Hörer auf den aktuellen Stand gebracht. Das klingt redundant, ist aber tatsächlich einfach nur großartig. Warum? Tja, so genau kann ich das nicht mal beantworten. Es ist einfach toll gemacht, mit ganz, ganz wenig Aufwand. Letztlich reicht der Soundabteilung, abseits der tollen Musik, oft nur ein bedrohliches Geräusch, das sämtliche Spannung vermittelt. Das Ding dauert satte 380 Minuten und ich fand keine davon im Anflug langweilig, was unter anderem an so tollen Sprechern wie Horst Tappert oder Heinz Schimmelpfennig liegt. Die weiteren Teile gibt's dann in den Folgewochen, die jeweilige Wiederholung dann wie immer im BR2 donnerstags um 21.03 Uhr. Leute, denen beispielsweise die Triffids gefallen haben, die werden begeistert sein. Generell, wer ein Faible für alte Radiosachen hat, unbedingt einschalten. Das gibt's garantiert nicht alle Tage zu hören. So, jetzt gibt's wie immer nochmal ein kleines Päuschen und dann gibt's weitere Radiotipps. Dranbleiben und bis gleich. Da sind wir wieder, Ohren auf. Freitagnachmittag gibt's ab 14 Uhr im WDR 5 den ersten Teil von Karl-Heinz Koenigs sehr schöner sechsteiligen Bearbeitung des antiken Klassikers Die Abenteuer und Irrfahrten des Odysseus. Fast jeder kennt sie, die Abenteuer des listigen Odysseus. Vor fast 3000 Jahren hat der griechische Dichter Homer sie zum ersten Mal erzählt. Wie Odysseus mit Hilfe eines Holzpferdes die mächtige Stadt Troja besiegte, wie er dem einäugigen Menschenfresser Polyphem entkam und wie er fast die ganze Welt kennenlernte. Eine Geschichte aus dem antiken Griechenland von Karl-Heinz Koenig neu erzählt. Ja, man muss eigentlich nicht viel sagen, außer Koenig. Dieser Autor hat einfach ein Goldhändchen für unterhaltsame Umsetzungen klassischer Stoffe, denen er den Staub von den Buchblättern pustet und die er mit gehörig viel Hörspaß füllt. Nahezu keins seiner Stücke fand ich bislang schwach. Und da macht der Odysseus garantiert keine Ausnahme. Wer es nicht abwarten kann oder will, beim Hörverlag gibt's das Ding auch in Gänze auf Silberlingen. Und dann haben wir da noch zum Abschluss einen recht speziellen Tipp. Humoriges, allerdings das Ganze mit einem durchaus ernsten Hintergrund. Die Rede ist von Rette sich wer kann von Chris Ohnemus, das ihr am Sonntagnachmittag ab 14.04 Uhr im Kulturradio des RBB zu hören bekommt. Alles begann in einer Frühsommernacht vor etwa 4 Jahren. Meine Frau Suse und ich lebten mit unseren beiden noch sehr kleinen Kindern gegenüber von meinem alten Freund Karl in einem stilvollen Haus mit üppig wucherndem Garten in einer ruhigen Siedlung am Rande der Stadt. Wir führten ein gutes, genussvolles, bisweilen etwas unersättliches, den gängigen Normen gehorchendes Leben. Endlich waren wir so, wie unsere Eltern uns wollten. In diesem Leben stecke ich jetzt fest. Bis zur Rente, ging es mir damals häufig durch den Kopf. Bis es in jener Nacht krachte.
dann bricht das Jahrtausendunwetter über große Teile Europas herein. Es herrscht Ausnahmezustand. Die konservative Regierung stürzt, die neuen Blauen, aus den alten Grünen gegründet, werden Regierungspartei. In 333 Tagen sollen alle die Schädlichkeit ihres schuldhaften Daseins auf vorindustrielles Niveau reduzieren. Das bedeutet Konsumverzicht. Suse und Jan durchleben die blaue Revolution und wir dürfen daran teilhaben und wundern uns sicher an mancher Stelle über diverse Schnittstellen, die in den grauen Zwischenräumen zwischen Umweltbewusstsein und Ökowahn Kapriolen schlagen. Eine sehr schöne Co-Produktion von SR und RB aus dem vergangenen Jahr, der Martin Sülker als Regisseur seinen Qualitätsstempel aufgedrückt hat. Ja, und das war's dann auch schon wieder für heute. Wir hören uns wie gewohnt am kommenden Mittwoch wieder. Ja, und zum Schluss bleibt mir natürlich wie immer noch zu sagen... Meine Zeit ist um. Augen zu, Ohren auf. Tschüss. Schnauze in den Mund.